Ja, Leute, willkommen zurück bei Star Wars The Force Unleashed. Wir waren das letzte Mal bei dem lieben Schrotttitan stehen geblieben, wo wir dreimal oder so gestorben sind. Und jetzt möchte ich mal gucken, was ich hier so machen muss, machen kann, machen darf. Ja. Ah ja. Wir bauen uns eine Brücke. Oh Mann, ich sehe es kommen. Ich gehe da sowas von drauf. Ach, kaum sage ich's. Ich kann ja sowas überhaupt nicht. Warum macht der keinen Doppelsprung, wenn ich das drücke? Aber als hätte ich's geahnt. Tod mit Ankündigung. Wann hat man das schon mal? Ah, nochmal. Stirb. Stirb. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich will das wegdrücken. Dass es hier keinen Speicherstand gibt. Ne? Das ist scheiße. Alle 10 Minuten gibt es hier einen Zwischenspeicherstand, nur hier nicht. Wo ich ständig drauf gehe. Ja, ja. Hier, Blitze. Mann. Wo? Kommt mal her. Ja, jetzt, das war euer Ende. So. Ah, Fallwächter! Frissblitz! Auch du! Blitz und schmeckt das Schwert. So, dann mach du hier erstmal den alten Bunsenbrenner an. Und jetzt, genau. Zum dritten Mal der Schrott-Titan. Ja, genau. Ich lasse den erstmal hierher kommen. Nö. Oh, das hat aber eine ganz schöne Reichweite. Nein! Ich will doch nicht das Ding da oben treffen. Hihi. Sondern dich. Genau, dich. Freundchen. Kollege. Wir können das doch friedlich regeln. Genau, friedlich regeln, wollte ich sagen. Oder, oh, wie siehst du das? Oh, wo schießt du denn hin? Man kann doch über alles reden. Aber wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Oh oh. Na, los. X. Y. Ich glaube nochmal X. X. So. Das ist ja nun mittlerweile nicht mehr das Problem, nicht? Sondern eher... Wie komme ich hier... Wow! Den habe ich nicht gesehen. So, der kommt hier eh nicht mehr hoch. Soll mir wurscht sein, was er da macht. Wir mussten hier... Macht und so. Und jetzt... Muss ich irgendwie heile auf diese Brücke kommen? Ich glaube, das schaffe ich mal wieder nicht. Wo ist sie denn überhaupt? Ja. Du fehlst mir hier oben jetzt auch gerade noch. Weißt du das eigentlich?
Ich gehe rüber. Ich springe nicht von hier wieder in meinen Tod. Nö, nö. Ich springe von drüben in meinen Tod. So, hier lang. Hier, weiter. Ich hoffe, ich kann von hier einfach drauf gehen. Das wäre so schön. Nein, aber ich kann einfach rüberspringen. Das ist so schön, ich bin drauf. Ich freue mich so. Ach du Scheiße. Ich hab's geschafft. Da war gerade ein Speicherpunkt. Ihr könnt mich alle mal fressen, Blitze. Zack. Zack. Da drüben sind noch mehr. Die kommen jetzt hierher. Das war poetisch. Noch mehr von euch? Ja, natürlich. Und noch ein bisschen mit dem Schwert hinterher. Schön. Und du? Hä? Blitzgefällig. Ja, Leute, auch wenn es euch mit dem Blitz langweilig wird, es ist effektiv, es geht schnell. Und ich muss mir nicht viele Tastenkombinationen merken, was sowieso nicht mein Fall ist. Also werde ich wohl den Blitz ziemlich oft weiterverwenden. Da drüben ist nichts. Da drüben scheint nichts zu sein. Okay, und nun? Wie geht's denn von hier weiter? Komm ich da rüber? Im Leben nicht. Und ich schon mal gar nicht. Wow, doch! Ja, geschafft! Ich mausere mich ja hier noch zum Sprungprofi. Naja, wollen wir es nicht übertreiben, oder? Weiter im Text. Was gibt's hier? Ein Speicherstand. Speicherpunkt. Wow! Blocken ist eine gute Sache. Jetzt schlage ich zurück. Du bist der Erste, der fällig ist. Oh, wie viele das auch wieder sind. Blitz. Gut, ich habe das Blocken für mich entdeckt. Soll ja helfen, habe ich gehört. Lag. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Keine Gegner mehr? Keine Gegner mehr. Ach nee, wo sind wir denn hier? An einem weiteren Speicherpunkt. Jetzt gibt's wieder viele. Hallo Schnucki! Wie geht's? Dich kenne ich doch. Merde! Friss Blitz! Und Schwert und alles. Und hau mich mit der Keule, genau. Friss Blitz! X! Y. B. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Ja, ja. Ja, ja. Stampf mich in den Boden, du Penner. Nee, es gibt Blitz. Boah, ist der jetzt wieder voll? Ich hoffe ja mal nicht. Ja, bin ich jetzt durch den durchgedingst oder habe ich den so besiegt? Ach, der ist jetzt ohne Quicktime-Event gestorben. Jo. Ist er wohl. Dann gucken wir mal, was wir hinter dieser netten Tür haben. Nee, Blitz ja nicht. Boah.
Aber auch nicht mit dem Machtschub, sondern mit dem... Doch, mit dem Machtschub. Manchmal weiß ich hier nicht, wie ich die Türen aufkriegen soll, was ich machen soll. Na, hier fällt mir ja ein Holocron direkt entgegen. Okay, da oben ist ein Holocron. Und da komme ich wie hoch? Fragezeichen. Nee. Kann ich dich nicht nehmen? Bist du fest? Na? Ich leg dich mal... Ja, dahin. Und hoffe... Haha! Das hat ja hervorragend geklappt. Jetzt muss ich nur noch... meine Unfähigkeit beweisen. Yeah, den ersten Hammer. Was ein Kristall ist. Jetzt müssen wir nur noch... Zack. Zack. Ja, das war lagbedingt. Dass ich da nicht rübergekommen bin. Aber Versuch Nummer 2. Hoffentlich ohne Lag. Yeah. Und wir haben einen weiteren Aufstieg. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal kurz. Ach, wir gucken erstmal, was uns hier hinten noch erwartet. Huch. Eine kleine Zwischensequenz. Das ist ein Paratus, endlich. Keine Angst, Meister. Ich schütze euch gegen den Sith. Okay, wir sind beim Kampf gegen Castan Paratus angekommen und damit vermutlich am Ende von der zweiten Mission auf Rexus Prime. Die imperiale Fähre der Lambda-Klasse, entworfen und hergestellt von Cygnus Spaceworks, dient als Haupttransportmittel für Offiziere und Würdenträger der imperialen Flotte. Und wie es mit Castan Paratus weitergeht, tja, das gibt's leider erst in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao, ciao!